Da wundert mich also, du hast mit allem einen irrsinnigen Erfolg und da wundert mich eigentlich, dass du sagst, du kannst das Glück nicht empfinden. Manchmal fällt dir schwer, Glück zu empfinden. Ja, ich ertappe mich oft dabei, wenn ich alleine bin oder wenn ich mich vorbereite auf Dinge, dass ich merke, warum lächelst du nicht, warum freust du dich nicht, warum bewegst du deinem Kopf Gedanken, was passieren könnte, wenn und so weiter. Ich bin da irgendwie, also undankbar, muss ich sagen. Das ist, ich kann mich noch gut bewegen, ich bin noch ganz gut drauf und so weiter. Und man darf das eben alles nicht als Selbstverständlichkeit hinnehmen. Man muss sich eben auch wirklich der Sache bewusst sein, dass man jetzt in dem Moment lebt und dass es jetzt gerade schön ist, auch wenn ich Interviews nicht mag. aber das ist mir eben nicht gegeben. Also ich muss mich da immer wieder ab und zu, gucke ich dann, wenn sie im Auto fahren, in den Spiegel, denke ich, sagen, was ist denn das für ein böser Mann? Also ich, da muss ich noch dran arbeiten, aber das ist eben Teil meines Wesens. Also du hast ja auch gesagt, dass du beim Applaus dann plötzlich ganz tief traurig wirst. Also ich will da nur erzählen, wir hatten einen ganz tollen Religionslehrer. Und der hat dieses Phänomen auch beschrieben, weil man, wenn man so im höchsten Glück ist, ist doch plötzlich so, dass man dann so eine Leere hat. Und da hat der das eigentlich mit der Elektrizität verglichen, dass es einfach so ist, dass wie so eine Überspannung, und da haut es die Sicherung raus, einfach damit man nicht durchdreht. Also das ist ein Phänomen und ein Mechanismus, ein menschlicher oder ein naturgegebener Mechanismus, der, und das leuchtet immer so irrsinnig ein, dass man, wenn man so ganz besonders glücklich ist, plötzlich ein, oder wenn man sich auf etwas wahnsinnig gefreut hat,